Hey, meine Single-Cast-Schlöffel Whisky-Nerds, nach der Blamage, gerade mit dem Blindsample. Heute auf der Teststrecke ist ein Kintra, 11 Jahre, 52%, Bottle 2018, besser die blablablub, ist wohl ein Undisclosed in Schmurrin und dementsprechend ist es dann ein Lomond. Und ich bin tatsächlich, also obwohl ich Lomond so feiere, ich beweigere mich immer die auswendig lernen, Infos abzugrasen. Ich nehme mal an, in Schmurrin und Croftenkey und so weiter unterscheidet sich vermutlich in der Peat-Höhe. Also wie viel Peat da verwendet wurde. Mal sehen, ob da die in Schmurrins höher sind als Croftenkey oder ja, oder was. Wie gesagt, ich hasse sowas. Ich habe mir auch beim Ben Romach 40 Video auf die Zunge gebissen. Ich wusste, das 40er Fass ist älter als das Closed Distillery. Also die waren auch mal dicht. Also wie so viele Distillen in so 80 bis 90. Also wenn ich es jetzt, riecht wie der Crofty. So leichte, nasse Pappe mit Peat. Käsenote. Dann hinten nach diese Banane. Zitruslastig. Schön gemacht. Ich bin großer Freund der Lomond-Geschichten. Drehen wir mal das Valhalla-Glas nach vorne. Ich lasse ihn jetzt trotzdem gleich mal schnaufen. Ich habe jetzt ja schon Rassel. Ihr merkt, ich bin voll im Zeitdruck. Ja. Sonntags immer versuchen vorzuproduzieren. Ein Stress. Da bin ich wieder. Da war die SD-Karte voll. Gott sei Dank beim Schnaufen und nicht beim Schwätzen, hoffe ich. Zum Kintra. Ich glaube tatsächlich, der hat ein bisschen mehr Rauch. Habe jetzt aber auch nicht nachgeguckt in der ganzen Zeit. Ich hätte können, aber habe halt keinen Bock. Wenn ihr YouTuber sucht, die Whisky Base, die Wikipedia zitieren, dann geht auch woanders hin. Nase. Frucht ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Dafür stinkige Fuß mit Peat. Das ist stärker. Muss man halt mögen. Ich finde es eine schöne Abwechslung. Also wenn man mal diese Käsenote rausnimmt, das hat früher viele Cola Ila, die so kräftig Peat, bumm. Habe ich zuletzt immer weniger. Ein schönes süßes Ding mit Rauch, mit Kraft. Vanille schlägt jetzt um, Zitrusnote und dann bleibt der Rauch liegen. Schön gemacht, wirklich schön gemacht. Ist ein schöner, Trinkwhisky klingt immer so abwertend. Also ich habe jetzt keinen Springbank 10 auf meinen Verkostungsstrahl, aber der ist da nicht weit weg davon. Oder der ist vergleichbar. Herr Jochen kann mich ja wieder korrigieren. Vergleichbar mit Springer 10, hat aber 6% mehr. Gefällt mir gut, muss ich echt sagen. Im zweiten Mal sogar ein bisschen wachsig. Not bad. Ja, ich wollte gerade sagen, da darf der Rest ins Archiv. Was packe ich in mein Archiv? Wenn jetzt nicht gerade von Ben Romach 40 was übrig bleibt, dann packe ich da Croftenkey, Loch Lomond und Springbank Samples rein. Jetzt muss ich nur noch Lomond so hochhalten, dass die auch so in den Stall gehen, dann kann ich meine Archivbox mal für 15 Millionen Euro versteigern. Mindestens. So,
Ja, Fazit. Schönes Ding. Gefällt mir super gut. Würde ich auf jeden Fall. Also es ist so zwischen 3 und 4 Grinch-Gesichtern. Ich lege jetzt mal bei 4 hin, so unterm Red Press 12 in Fassstärke. Den muss ich übrigens auch mal wieder probieren. Der soll schwächer geworden sein. Also vielleicht wird der jetzt irgendwann mal ausgetauscht. Ich habe halt versucht, am Strahl auf jeden Fall bei den 3 Gesichtern was hinzulegen, was man immer kaufen kann. Und auch bei den 4 Sachen, die man kaufen kann. Ja, der Dienst 20 ist jetzt mittlerweile auch outdated. Als ich die Idee hatte, konnte man den zweiten Mal noch gut kaufen, jetzt mittlerweile nicht. Also er hier liegt beim 4, vorne beim Redbreast. Fairness, Daumen rauf. Man hat wohl rausgefunden, dass es ein Peter de Lomond ist. Sonst Eckdaten passend. Preis war damals auch super gut. Nachkaufen. Ja, wenn mir einen in den Schoß fallen würde von der Flasche für einen vernünftigen Kurs, würde ich die wieder kaufen und trinken. Ja, schönes Zeug. Peat, Vanille, bisschen Zitrus, passt. Also viel komplexer als, ja, ich schlage immer auf die ganzen anderen Whiskys ein, aber schönes Ding. Ich wünsche euch was.